Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Kochsendung Ihr Lieblingsgericht. Und heute koche ich mit jemandem, den ich sehr gut kenne, seit 30 Jahren. Das ist die Niki. Servus. Hallo, servus. Die ist ja schon in Waging damals aufgetreten. Der Saal war voll mit 1000 Leuten. Chivos. Ein Superstar, muss ich sagen. Das freut mich richtig, dass du heute gekommen bist und mit mir kochst. Und wir kochen heute, was machen wir? Rigatoni, Sahne, Sojasauce. Also, und da tun wir ein bisschen Putenbrustfilet rein. Genau. Okay? Also, Niki, jetzt mal, also man, außerdem, dass du, ich habe jetzt gehört, du machst wieder neue Platten, oder? Ich mache jetzt wieder eine neue CD, die heißt Herzheimat. Herzheimat. Mhm. Und wie ist es vom Sound her? Wie ist es vom? Es ist eigentlich wieder so eine richtige Niki-CD, also es ist wieder alles kunterbunt vertreten. Es kommt natürlich wieder viel Country-Elemente, was ich ja immer schon gern gemacht habe. Als bayerisches Cowgirl muss man das. Das nicht? Hat mir... Der Rhythmus, den du gehabt hast, ja, der hat mir richtig gut gefallen. Das war zu der damaligen Zeit, dass sich jemand traut, in Deutsch, sagen wir mal, Country-Lieder zu singen. Da waren die anderen noch gar nicht da. Es war immer sehr gemischt eigentlich, so ein bisschen poppig, Schlager und eben also diese Country-Elemente, live aber auch gerne mal ein bisschen rockig. Weil ich habe dann das Gefühl gehabt, dass ich ein bisschen abtaucht. Ich war jetzt auf einmal nicht mehr da. Na, meistens kriegt man da Kinder oder sowas Ähnliches. Ja. Im Ganzen zwei Stück. Nicht schlecht, gut gearbeitet, Kompliment. Nein, ich habe dann für meine Kinder mittlerweile 16 und 18. So. Aber ich habe für meine Kinder dann eigentlich fast 8 Jahre Pause gemacht und habe dann peu à peu wieder langsam losgelegt. Und ich finde es auch gut, dass man da wieder reinkommt. Es ist ja nicht so einfach. Es gibt ja Leute, die waren vor 30 Jahren gesungen und sagst, genau, gibt es den noch. Ja? Mhm. Aber das finde ich doch klasse, dass du jetzt da wieder, sagen wir mal, den Step machst und dann wieder richtig Gas gibst. Ja, ich habe zum Glück das Glück gehabt, dass ich damals quasi sogar eine Marktlücke gehabt habe, eben durch meinen Akzent und durch den Dialekt, aber trotzdem Schlager. Und damals hat sich ja gar keiner im Dialekt singen traut. Das wenig. War halt nicht in. Spider Murphy Gang, Relax, genau. Eigentlich mehr so Bands, aber als einzelne Personen eigentlich eher nicht. Also da habe ich das Glück gehabt, ich habe auch keine Konkurrenten gehabt und ja. So ist ich tue jetzt einmal ganz leicht unterbrechen, weil wir müssen die Nudeln kochen. Die brauchen am längsten. Da war ein wenig Salz rein. So. Das gefällt mir aber, wenn die dann sagen, da haben wir ein bisschen Salz rein. Nee. Also wir machen so, wir geben 17 Gramm auf einen Liter Wasser, damit die Nudel praktisch das Salz sich in die Nudel ein bisschen reinfressen, dann schmeckt die ein bisschen anders, sagen wir mal so. Gell? Mhm. Weil wenn du jetzt so würzt, dann kann ich nicht sagen. Ich hab's vorher gemacht. Ja, genau. Also auf geht's. Und bitte kein Öl reingeben, weil das mit dem Öl ist der größte Krampf. Das Öl ist oben, die Nudeln sind unten, die treffen sie nicht. Das kann man nachher machen. Mhm. Wenn man es abgegossen hat, gibt man ein bisschen Öl drauf. Aha. Kein Butter, weil der wird ja hart. Mhm. Aber das Öl, das macht es dann geschmeidig und dann kann man es eine Stunde oder zwei Stunden später hernehmen. Die lassen wir jetzt da kochen. Und Niki, jetzt musst du, glaube ich, irgendwas mit Sonnenblumenkerne, also, hast du mir gesagt? Allererst tue ich immer die Sonnenblumenkerne. Das heißt, ich habe das schon alles gemacht, das passt. Nur anrösten. Ja. Ohne alles in einer beschichteten Pfanne. Und jetzt einmal, jetzt wenn wir mal deine, sagen wir mal, es ist ja immer so, wenn man viele Auftritte hat, dann glaube ich noch nicht, dass du jeden Tag dann gekocht hast. Wie hat denn das begonnen bei dir? Ja, ich war mit 16 schon unterwegs. Also ich hab, muss ich ganz von vorne anfangen, ich bin quasi mit Musik aufgewachsen. Haben deine Eltern auch Musik gemacht? Meine Eltern haben Musik gemacht, also die haben nicht Musik gemacht, aber wir haben einfach gesungen. Also früher wurde der Fernseher ausgeschaltet, da ist man daheim im Wohnzimmer gesessen und hat mir Hausmusik gemacht. Und so bin ich aufgewachsen, meine Geschwister. Meine Eltern, wir haben im Trio gesungen, wir haben im Chor gesungen und wir haben daheim gesungen. Ja, heute gehst du zu irgendeiner Castingshow oder was du gucken musst. Wie war denn das bei dir? Wer hat denn dich entdeckt? Oder wie war denn damals das? Hieß es ein Liedermacherwettbewerb. Liedermacherwettbewerb? Ja. Und aber ganz auf diesem Liedermacherwettbewerb waren alle, also da war alles vertreten, vom Bayerischen bis zum Hackbrett, rockig, also alles. Damals auch neue deutsche Welle. Und da habe ich halt dann bei einem Liedermacherwettbewerb mitgemacht in Landshut und bin mit der Gitarre da gesessen und habe ganz alleine und habe ein Lied vorgetragen. Und welches war, Lied? Das Lied hieß damals Unsere Welt, das war ein Umweltsong. Ich habe ja so als Kind schon selber komponiert, also ich habe so mit 12, 13 angefangen. Konntest du das? Ja, komponieren also und getextet. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Mache ich immer noch. Also das finde ich ja Wahnsinn, dass jemand so eine Melodie rausbringt. Ja. Ich vergleiche das mit dem Kochen, da sage ich, ja, das ist verhältnismäßig einfach, das kann ja jeder. Mhm. Das stimmt auch nicht.
Aber dass man so, sagen wir mal, einfach sich hinsetzt und schreibt jetzt so einen Song, das finde ich, das ist eine besondere Gabe. Ja, das hat, keine Ahnung, das ist mir irgendwann damals als Kind, also mein erstes komponiertes Lied war, wie mein Papa einen Führerschein gemacht hat. Und da war ich 11. Und da habe ich in der Zeit ein Lied gemacht für ihn, bis er heimkommt, ob er es geschafft hat. Das habe ich dann so ausgelassen, ob er es geschafft hat oder nicht. Aber wer hat denn dich gepusht und hat gesagt, du pass einmal auf, Niki, ja, das musst du doch einmal probieren. Dann bin ich quasi auf diesen Liedermacher-Wettbewerb bin ich entdeckt worden von jemandem. Du wolltest aber auch dahin, oder? Ja, ich habe gesagt, ich mache jetzt da mal mit. Weil meine Mama hat damals gesagt, du nimm mal so Kassetten auf und schick's mal da hin. Da ist das ausgeschrieben in der Zeitung. Und dann habe ich das einfach gemacht. Ja? Das war ein Landzug. Also ich habe mir da jetzt keine Gedanken gemacht. Ich war jetzt nicht das Kind, das gesagt hat, ich will unbedingt Schlagersängerin werden. Also wie manche Kinder von heute. Und habe das auch einfach gemacht und dann habe ich auch keinen besonderen Platz belegt und dann sind wir was wieder heimgefahren. Was hast du keinen besonderen Platz belegt? Ah ja, dass mir zuerst geworden ist oder nicht. So. Nein. Hat es überhaupt den ersten gegeben damals? Ja, so eine Rockband hat den ersten gemacht. Okay. Und der zweite war damals so eine neue Deutsche Welle-Lied, das weiß ich noch. Und dann kam halt irgendwann ein Anruf ins Haus und dann ist da einer gewesen, der gesagt hat, ja, ich hätte da ein Liedl für dich. Das wird gut zu dir passen. Und das war dann das erste Liedl, Servus, mach's gut. Das haben wir dann miteinander aufgenommen. Und der hat es dann versendet an die Plattenfirma. Und damals hat es noch gegeben, den Talentschuppen. Ja, so genau. Hieß das in den 80er Jahren. Und da bin ich dann eingeladen worden. Und da bin ich dann hingefahren. Und wer hat den moderiert damals? Das war der Dieter Pröttl, hieß der. Mhm. Mhm. Und da saß dann der Max Gregor Junior am Klavier, da gab es eine Band gegeben, die haben damals live begleitet. Mhm. Ich war furchtbar aufgeregt und habe da also auch noch mit meinem normalen Namen, also ich habe ja dann später einen Künstlernamen. Wie ist denn dein normaler Name? Mein normaler Name ist Doris. Das ist auch schön. Und ich heiße auch heute noch so, Doris Hörtner. Niki oder Doris, das ist schön, oder? Ja, ja, freilich. Und bin und wie da bist so du auf Niki gekommen? Wer hat dann gesagt, das du heißt Niki? Das war dann im Studio zur ersten Single, also zu den ersten Aufnahmen von der CD. Und dann hat er gesagt, du heißt jetzt nicht mehr Doris, du heißt jetzt Niki. Ja, Doris hat es geheißen, passt nicht zu dem Stil von meiner Musik, das Bayerische und so. Ich brauche einen anderen Namen und dann waren mehrere Namen zur Auswahl. Und dann kam Jodi Alm, Jodi, die Ander. Die Ander. Die ganz die Ander, vom anderen Stern. Du und die Ander da. Dann habe ich irgendwann gesagt, warum nicht gleich Wurstzähme? Das ist genauso blöd, weil ich konnte mich überhaupt nicht damit irgendwie identifizieren. Also, dass ich jetzt auf einmal einen anderen Namen brauche. Das muss man auch erst einmal in seinen Kopf reinkriegen, das ja, Ganze. Ne? Und dann, ist halt irgendwann der Name Niki gefallen. Ne? Und war dieses Lied auf Anhieb, war das jetzt ein Hit? Servus, muss gut gehen. Weil du bist ja verhältnismäßig, auf einmal gesagt, gibt es die Niki. Und man denkt, dann hat man das ja verhältnismäßig oft auch im Radio gehört. Ja, es war halt schon ein Ohrwurm. Servus, muss gut, hat irgendwie, ist gleich eingegangen. Mhm. Jeder hat das Pfiffer, das dann hinterher. Und war damals eigentlich gleich in der Hitparade. Und der, der das Lied für dich geschrieben hat, hast du mit ihm noch Kontakt? Eigentlich nicht mehr. Nicht mehr. Nein, also da kamen noch ein paar Lieder hinterher. Und dann kam irgendein Produzententeam dazu, Harald Steinhauer, Helmut Frey. Und die haben halt dann die ganzen Haare geschrieben, wenn ich mit dir tanze, wegen dir, ich bin ein bayerisches Cowgirl. Ja, und ich weiß auch heute jeder. Mich nicht an, Samstagnacht und. Und dann ging das die ganze Zeit so. Und wenn man jetzt sagt, okay, du hast jetzt eine neue Platte gemacht, machst du jetzt noch Musik? Bist du, nach wie vor. Also ich habe ja halt dann bis 1999 ganz normal unterwegs und habe dann ab 2000, da kam dann meine erste Tochter zur Welt, Pause gemacht. Ich habe gesagt, ich mache jetzt einfach für mich eine Kinderpause. Ich bin ein Familienmensch, ich konnte mir das gar nicht anders vorstellen. Und habe dann natürlich auch für die zweite, die kam dann gleich hinterher. Gesagt, und in der Zeit hast du nichts gemacht? In der Zeit habe ich überhaupt nichts gemacht. Und es hat auch mir ganz gut, weil ich habe es gar nicht anders gekannt. Mhm. Weil wenn man halt ab seinem 16. Lebensjahr, du schon 15 Jahre, auf der Bühne ich war ja schon 10 Jahre lang mit Band nur auf Tour. 10 Jahre lang, nur auf Tour, jedes Jahr, ein, zwei Touren. Also ich habe es ja gar nicht mehr anders gekannt. Ja, aber magst du jetzt auch mit Band? Ich bin immer noch mit Band unterwegs oder wieder. Und kündigt man dann Niki und genau, also wir machen dann oft so einen ganzen Abend, der dauert 4 Stunden. Also es gibt ja verschiedene Sachen, der dauert 4 Stunden. Und ich bin nicht eine, ich sage, ich will nicht nur, dass die Leute unten stehen und mich anschauen, sondern ich sage, ich darf es euch hören.
tanzt es mal. Es gibt, finde ich, so wenig, dass die Leute mir sagen, ich möchte wieder mal zum Tanzen gehen. So wie man das stimmt, früher eigentlich stimmt, gemacht hat. Stimmt. Und jung und alt, ganz egal wie alt dass man da ist, die wollen eigentlich gern zum Tanzen gehen. Und dann rufe ich dazu auf. Jetzt haben wir ein bisschen was von der Niki erfahren. Gell? Jetzt sind die Nudeln die sind fertig, jetzt machen wir gerne Pause und jetzt sehen wir uns gleich wieder. Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Niki, das haben wir, ist das recht jawohl, so? Nein, passt wunderbar. Tun wir es so rein. So, da rein damit. Die Pfanne können wir gleich wieder nehmen. Gut, genau. Für das Fleisch. Jawohl. Die Nudeln haben wir gekocht. Nicht mit kaltem Wasser bitte abschrecken, sondern nur ein bisschen anölen, dass sie nicht zusammenkleben. Das sieht man jetzt da. Mhm. Da tun wir so ganz bisschen Öl hin. Und jetzt kann man es entweder kalt werden lassen oder man tut es gleich weiter verarbeiten. Mhm. Ja, aber wie, hast nicht. Wie bist du eigentlich aufs Kochen gekommen dann? Mei, ich habe sehr viele Geschwister, die sind alle älter wie fünf. Aha. Ich habe eine jüngere Schwester, als andere ist älter wie ich. Sieht man, im Land hat man doch ein bisschen mehr Zeit. Ich habe eigentlich alle gekocht. Ja. Meine Mama hat auch viel gekocht, natürlich. Was da immer los war in der Küche bei so vielen Kindern, da hat sie schon einiges gerührt. Ne? Fünf war sie, oder sechs? Sechs. Ja. Nicht schlecht. Und also meine ersten Kochkünste, da war ich vielleicht 15 oder so, wie ich noch die Zeit habe. Und dann habe ich ganz groß angegeben daheim. Meine Hawaii-Toast, den habe ich heute gemacht, gell? Mhm, klar. Und dann haben wir jeder einen Hawaii-Toast am Teller hingekriegt. Was für Sauce? Ein Hawaii-Toast. Ein Hawaii-Toast? Ja, mit den Scheiblettenkäse und der Plastik, wo man Plastik so runterziehen muss. Und dann habe ich jedem den Hawaii-Toast mit dem Scheiblettenkäse oben drauf. Und dann haben wir alle geschnitten und gesagt, ja, alles klar, das hast du heute gemacht, weil der Plastik auf dem neuen Käse drauf war. Also das waren so meine Anfänge von Kochen, aber so ab meinem 16. Lebensjahr war ich eigentlich nur unterwegs. Also das heißt, du hast gar nicht gekocht? Dann. Über 200 Jobs im Jahr gehabt. Na, damals Wahnsinn. Waren die ganzen Diskothekenjobs noch sehr angesagt. Und dann aber du bist in der Diskothek, da hat man dann eher mit Playback gearbeitet, oder? Mit Halbplayback. Ich meine, natürlich gesungen, aber kein Band dabei gehabt. Meine Diskotheken wurden dann irgendwann zu klein, dann waren es genau. Säle, dann waren es Hallen. Also das wurde dann immer besser. Und es war auch eine schöne Zeit. Also ich war 10 Jahre, wie gesagt, nur auf Tour. Und da war keine Zeit zum Kochen. Mhm. Da bist du dann schon mal heimgekommen, aber da bist du dann am Sonntag irgendwann Mittag aufgestanden und warst todmüde, wo andere eigentlich schon gekocht hat. Ne? Und wann hast du dann begonnen, ernsthaft, wie du deine Kinder gekriegt hast? Eigentlich ja. Also man hat zwischendurch immer mal wieder was ausprobiert. Wer hat das denn gelernt dann? War da die Mama noch aktiv? Nein, man hat sich schon ein bisschen was abgeschaut. Mhm. Was man halt gern mingeln hat, man als erstes mal ausprobiert. Aber ich finde eher, dass du hat. So eine freche Köchin bist. Weißt du, hältst dich da ein bisschen weniger an Rezepturen, sondern du machst halt. Oder ja, mein, wenn man halt irgendwas schon auswendig kann, dann hau ich halt rein, was ich denke. Hau ich rein, ganz genau. Jetzt hau ich die Pute her. Und dann nehme ich das einfach und schneide es so her, ohne dass irgendwas. Ne? Und das Gericht gibt es öfters bei euch daheim? Oder das ist schnell deine fertig. Kinder gern, das geht, oder? Ja, das mit den Kindern gern, das geht ratzfatz, wenn es mir brisiert. Mhm. So ein Creme fraiche oder eine Sahne hat man immer daheim. Das kann man auch mal variieren, da muss man jetzt nicht unbedingt immer ein Filet nehmen oder so. Ja, das ist ja das, weil man sieht oft in der Rezeptur, dann nehmen sie jetzt ein Rinderfilet oder ein Kalbsfilet. Ja, da kann man auch mal das ist eigentlich ein bisschen zu teuer, oder man kann genauso gut Hähnchen machen, genau. Oder halt auch mal dann einfach. Also mit dem Schwein kann man es jetzt nicht so gut vorstellen, mit dem Rind, aber so Geflügel kann man ja, jetzt eigentlich neutral. Frauen mögen das auch lieber, gell? Weil es natürlich sehr mageres Fleisch ist, da hat man nur auf 100 Gramm 1 Gramm Fett. Das ist natürlich gar nichts, beim Schweinen ist es ein bisschen was anderes. Wobei Fett nicht gleich Fett ist, das ist auch immer so, aber solange das Fett nicht zu heiß ist, ist es eher gesund für den Körper, wenn es aber zu kalt ist. Dann, also außer bei der Wurst, da ist es zwar kalt, aber da ist ein bisschen reingemankt. Aber sonst sind gute Öle sehr, sehr wichtig. So, das hast du jetzt wunderbar geschnitten, Niki, muss ich dir sagen. Findest du? Ja, toll. Wer schneidet schon so schöne Würfel? Zuerst habe ich mir gedacht, oje, was machen die jetzt da? Aber jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es perfekt. Ja, wenn ich sage, es ist ein erstes, wo brisiert, dann muss schnitten. Das auch zack, zack gehen. Jetzt ein bisschen Öl rein da. Jawohl. Geht schon da hin. Vorher tut man noch ein bisschen Curry über. Okay.
drüber. Wie oft machst du jetzt das Gericht daheim? Ach, alle 14 Tage kann das schon mal passieren. Mhm. Und ist es jetzt so, wenn du jetzt deine. Jetzt kochst du ein bisschen für die Familie, oder? Ja, ja, freilich. Also, wenn du daheim bist? Ja, ja, wenn ich daheim bin. Kochen die Kinder auch schon ein bisschen? Ja, die Ältere jetzt eigentlich nicht so wie die Jüngere. Die tut ganz gern backen auch, mhm, und auch schon mit das eine oder andere ausprobieren. So. Und das tun wir gleich auseinander. Das gehen wir mit der Temperatur nicht zu gar rein, weil wir ja Gewürze aufs Fleisch drauf gegeben haben. Wenn man es jetzt zu heiß macht, dann würde das verbrennen, dann ist das bitter. Ich habe auch ganz wenig Fett reingegeben, weil. Du jetzt gleich noch die Champignons. Ja, ja. Das ist eher so, wenn man sagt, wenn man eine gute Pfanne hat, dann passiert da nämlich gar nichts. Dann braucht man möglichst wenig Fett und das klebt auch nicht. Da macht es richtig Spaß, wenn man es jetzt zu heiß macht. Dann wird natürlich diese Pute, die nur 1 Gramm Fett hat, auf 100 Gramm, wird dann sehr trocken und sehr zäh. Und deswegen geht man es ganz mild an. Ich habe jetzt den Herd auf Stufe 7 oder 6 gestellt. Da kann man ganz langsam vor sich hin brutzeln lassen. Und nebenbei könnte man noch Champignons schneiden. Ja? Genau. Also bei uns daheim muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, also ich mag es eigentlich schon, aber meine Kinder und mein Mann haben jetzt nicht so begeistert von den Pilzen überhaupt. Also die dürfen nicht schwabbelig sein, sagen sie mal. Du hättest ja keine Pilze essen. Ich bin eine leidenschaftliche Schwammerlsucherin. Das meine ich ja. Pilzesucherin. Also eigentlich alle. Weil da, wo du wohnst, ne? Ja, ja, mit denen bin ich auch groß geworden. Da gibt es natürlich einen Haufen Schwammerl. Also im Bayerischen Wald sind wir mir gleich, ja. Schau her, das ist jetzt eigentlich schön angebraten, ja, hier, ringsherum. Und jetzt geben wir noch die Pilze ein bisschen dazu. Die wird es gleich mal rein. Und bei den Schwammerl merkt man es immer, dass sie fertig sind, wenn sie auf einmal zu schwitzen beginnen. Wenn man sagt, oh ja, da sieht man es, jetzt kriegen sie einen leichten Schweißausbruch, dann sollte man eigentlich aufhören. Ja? Weil sonst werden sie ledrig, dann geht die Flüssigkeit raus. Ja. Viele kochen die Flüssigkeit raus, das finde ich schade. Der Pilz wird innen saftig bleiben und man sieht ja jetzt, dass hier kein Tropfen Wasser oder irgendwas rauskommt, weil man mit der Temperatur, nach deinem Rezept habe ich das jetzt gemacht, gell? Richtig umgegangen sind. Das machst du richtig gut. Man merkt schon, dass du das schon öfters gemacht hast. Ja, du bist da total sicher. Schon, wo man sich jetzt nicht unbedingt das Rezept hinlegen genau, muss und immer nachschauen, was muss ich machen. Das kein Salz, also. Warum? Weil wir Sojasauce haben, die ist eh salzig. Und das mit der Sahne und mit der Creme fraiche zum Schluss, das ist ratzfatz fertig. Ich tue dann nur zwischendurch ein bisschen an Pfeffer drüber. Mhm, sehr gut. Und das reicht eigentlich bei dem Essen. Die Sojasauce schmeckt mir recht raus. Schau her, siehst du es, kommt das schon. Ja. Und bei dem Schwammerl sieht man jetzt da ein bisschen, dass er ein bisschen schwitzt. Da fängt das Glänzen ein bisschen an. Da fängt das Glänzen noch, genau. Und das ist immer, also beim Kochen ist es so, es gibt für alles ein Zeichen, wenn es anbrennt. Wenn es anbrennt ist, dann riechst du es. Na ja, das. Und man sieht es auch, ganz genau. Ja. Ja, Niki, jetzt lassen wir das noch ein bisschen vor sich hin brutzeln. Was war jetzt der nächste Schritt? Der nächste Schritt, ich tue dann einfach einen Fertig Pfeffer oben drauf. Mhm. Dann tue ich mit Sojasauce ablöschen. Mhm. Da kann man eigentlich das auch nicht kriegen. Das können wir eigentlich jetzt machen, oder? Oder sollen wir noch warten ein bisschen? Dann warten wir noch ein bisschen. Ein bisschen warten. Ja, wir warten ein bisschen und sehen uns gleich wieder. Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. So, Niki, ich glaube, das Fleisch und die Schwammerl sind soweit. Jawohl. Was ist der nächste Schritt? Ich tue meistens noch ein bisschen Pfeffer drüber. Ja, jetzt hat ein bisschen was. Sehr gut. Sekt. So, dann wird mit Sojasauce abgelöscht. Ja, da kommt alles drüber da. Sehr so, gut. Ein bisschen um. Da haben wir jetzt ja praktisch das Salz mit drin, weil zuerst haben wir es ja nicht gesalzen. Und jetzt schlangelt sich das so um das ist überall ein um die Pute rum. Gell? Die Sojasauce, genau, das Fleisch überall berührt. Schauen wir gleich nach vorne. Jetzt gehen wir ein bisschen zurück. Jawohl. Das nicht zu stark einreduziert. Genau. Und dann kann man eigentlich gleich weitermachen. Jetzt machen wir es wieder ein bisschen milder, gell? Oder? Was gibt es jetzt rein? Jetzt tue ich die Sahne rein. Ja. Es ist jetzt ganz egal, ob man erst die Sahne oder erst das Creme fraiche schneidet. Also finde ich. Du bist ja die Erfinderin dieses Gerichtes. Nicht ganz. Ja, aber das hast du schon drauf. Das muss ich dir schon sagen.
So. Du, Niki, dieses neue Lied, ist das schon heraus? Kommt das neue Lied gibt es schon, das heißt ja. Herzheimat, genauso wie die CD. Und gut. Das passt einfach du? Zu mir, es geht über Heimat. Ja, natürlich ist es gut, ja, natürlich. Ich kann da jetzt nichts anderes nicht sagen. Nein, aber man kann ja sagen, ja, ich habe gemeint, kann ich da ein bisschen was dran drehen und so. Nein, das ist genau wie der Lied, das wo einfach zu mir passt. Ah, ja. Und Heimat Dialekt, verbunden, oder? So wie ich Dialekt. Bin, natürlich in Dialekt und es passt einfach zu mir. Mhm. Es passt einfach. Hören wir es einmal? Gibt es nicht mehr zu meckern. Gut, alles recht. Jetzt kommen praktisch die Nudeln noch rein, oder? Ja, die kommen jetzt genau dazu. Deine weltberühmten Sonnenblumenkerne darf man nicht vergessen? Die kommen dann oben, also wenn sie schon am Teller sind, einfach drüber. Okay, okay. So, und das wird jetzt ein bisschen untergearbeitet. Naja, ist das ein Gericht, das deine Kinder mögen? Das haben ja, wir schon total, gesagt. Und total was natürlich gern. Auch verhältnismäßig schnell geht, oder? Ja, oder auch wenn einmal Besuch kommt, schnell kann man das auch mal, wenn man halt für jemanden kocht. Also dann bin ich jetzt eher auf so schnelle Sachen und es schmeckt und man kann es essen. Und so eine richtige Kochpanne hast du ja mal gehabt? Oder ja. Sagen wir es andersrum. Hast du einmal eine Panne? Der Kochpanne, das merkt ja gar keiner. Aber hast du jetzt einmal eine Panne gehabt, wenn du auf der Bühne warst, also jetzt der Strom ausgefallen ist, dass man sagt, oh Scheiße, was mache ich jetzt? Oder? Haben wir alles schon gehabt. Haben wir alles schon gehabt, Strom ausgefallen oder Donnerwetterblitzen, dass gar kein Strom nicht mehr ging. Vorne auf die Bühne hingestellt und einfach ohne Mikrofon weitergemacht. Oder mal schnell eine Gitarre in die Hand genommen und weitergesungen. Irgendwelche, da muss man immer spontan sein und improvisieren können. Ja, genau. Moment, ja. Oh, sehr schön, schau, schön cremig ist das jetzt, oder? Genau. Jetzt legt sie da gerade rum. Jetzt hole ich einmal unsere Teller. Den haben wir es einmal raus, oder? Der Filmmacher. Sehr schönes Gericht. Also die Dinger kommen oben drauf. Ja, Schnittlauch genau. Haben wir ja auch noch ein bisschen ja, geschnitten. Ja, genau, noch ein bisschen fürs Auge, ein bisschen was. Genau so, fürs Auge. Aber sonst haben wir es ja fast Ton in Ton, gell? So die Nudel. Deine Kinder, sind die auch ambitioniert, dass sie sagen, auch so eine Stimme, so eine tolle Stimme, wie du hast, oder? Sie sind beide musikalisch, spielen beide Klavier, kennen auch beide Singer, aber in die Richtung, glaube ich, geht es einmal nicht. Mhm. Also die haben dann ja, schon man muss auch sagen, dass du in einer Zeit gekommen bist, was das hat einfach passt, das war neu. Ja. Jetzt singt eine bayerisch, jetzt singt eine Country-Lieder. Ja. Ja. Und das im Dialekt, das war ja damals nicht so. Deswegen warst du die Einzige, eigentlich, die so richtig angefangen hat. Das Angebot war halt damals auch noch nicht alles so groß, jetzt mittlerweile ist und durch Internet hat sich das alles ein bisschen so, machen wir zu, dass du nicht schimpfst, dass wir gleich sind. Streuen wir jetzt drauf, oder? Ein bisschen Sonnenblumen drüber. Mhm, sehr gut. Und ein bisschen Schnittlauch haben wir noch, gell? Okay? Schau her. Das, was mir aber gefällt, dass das 1-1 ist, was wir da machen. Gell? Da wird nicht rumtrickst, das ist so, wie es ist. Genau so haben wir es gemacht. So, Niki, jetzt schauen wir mal da her. Von mir kriegst du ein Buch. Wenn du darüber gehst, bitte. Jawohl. Schauen wir mal gleich. Das ist jetzt ein Buch, wo die ersten 120 Seiten nur Gewürze erklärt werden. Und dann habe ich so Rezepte drin, die auch ich nachkochen kann. Okay. So geht das. Herzlichst. Sodala. Niki, vielen Dank. Stoßen wir mal an. Danke. Auf das nette Kochen mit dir. Genau. Auf das gute Plaudern oder Ratschen, wenn man sagt. Sie, was ich sag und mal. Kochen und ein bisschen reden ist immer was Nettes. Oh, gell? Natürlich. Ja, nein. Und du hast es super gemacht. Dankeschön. Ganz locker vom Hocker, wie du heute bist. Normal geblieben. Ja, genau. Jetzt probieren wir mal die Nudeln. Schau, das gefällt mir jetzt, wenn du das anschaust. Es schwimmt nicht in der Lacker rum. Ja. Diese griffigen Nudeln, die haben jetzt die Soße noch drauf. Mhm. Das Auge isst einfach immer mit. Und wenn man denkt, dass wir das jetzt ratzfatz nicht beim Ratschen gemacht haben, dann muss man sagen, Kompliment. Nein, das geht immer schon. Mhm. Hast du wirklich gut gemacht. Super, oder? Mhm, gut. Sehr, sehr gut. Also, die Niki kann nicht nur gut singen und auch gut kochen. Danke. Und Schweinsbrunnen, so machst du das auch mal. Ja, doch. Aber da muss man dann schon viel Zeit und viel Luft haben. Das dauert natürlich ein bisschen länger. Ja, wenn es, sagen wir mal, so Fest- und Feiertage wird die bayerische Küche aber so ein bisschen auf Schweinsbrunnen gezogen. Obwohl ich persönlich noch ganz gerne Rindsrouladen mag. Ah, da schau her, das gefällt mir jetzt wieder. Weil Rindsrouladen war ja mal das Nummer 1 Gericht in Deutschland. Nur wenn du sagst, hast du schon mal Rindsrouladen gemacht? Nein. Und? Aber essen, ja, essen schon, aber machen nicht. Mach auch. Kriegst du eine gute Soße zusammen? Ja. Ja, super. Nein.
Liebe Zuschauer, wenn es Ihnen gefallen hat, schreiben Sie einfach an uns. Und vielleicht sehen wir uns dann bei Ihrem Lieblingsgericht. Wir sehen uns nicht nur, sondern wir kochen es auch zusammen. Vielen Dank. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wurde präsentiert von Möbel Höffner.